Ich bin Inge, ich hatte Corona und das ist meine Geschichte. Ich bin 73 Jahre alt, ich wohne in Rammersdorf mit meinem Lebensgefährten seit 11 Jahren zusammen. Und wie ich zu Corona kam, kann ich ehrlich nicht mehr sagen. Es hat damals geheißen, also die alten Leute sollten zu Hause bleiben, was ich auch gemacht habe. Und ich bin nur einmal raus, vielleicht war es das, aber ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Ja. Ich war 20 Jahre Wiesnbedienung im Schottenhammelzelt und es war toll. Weil die Wiesn hat mich Ming und ich hab Wiesn Ming. Und die Leute haben mich Ming und ich hab die Leute Ming. Und ja, es war einfach eine irre Zeit. Die Brezenstandl und die Herzstandl und ja, und grüß dich und Servus und Blasmusik und Kratsche. Und jetzt steht da so eine Zeit da, wo Kranke reingingen, die hoffen, dass sie nichts haben. Ja. Du denkst ja immer, dir passiert das nicht. Dir passiert das einfach nicht. Die anderen passiert es, aber dir doch nicht. Und dann habe ich Fieber gekriegt, ja. Und das war's dann. Also haben wir gedacht, ja, Inge, dann hat es dich erwischt. Also der Notarzt war da so circa 15 Uhr Nachmittag. Und ja, 17 Uhr, 18 Uhr war ich schon im Krankenhaus. Und dann habe ich nur mehr gehört, was geheißen hat, muss auf die Intensiv. Und da war sie eigentlich nur mehr Bruchstücke, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich dann schon mehr drüben als wie herum, wenn man so will. Ja. Du wirst umgedreht, du wirst intubiert. Und also ich habe dann immer das Gefühl gehabt, das sind lauter, ich kann es gar nicht sagen, so gelbe Gesichter, wie ganz schwarze Augen waren da. Und die haben mir gesagt, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Und ich muss mich ja dann selber extubiert haben. Irgendwann hast du dann den Moment, wo du sagst, jetzt ist es aus. Ich mag ja nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt nur mehr loslassen und möchte irgendwo hingehen, weggehen. Und dann lassen die mich vielleicht auch los. Also im Großen und Ganzen bist du ziemlich weit weg. Ah, ja. Was ist das noch ernst? Da drin haben wir uns kennengelernt. Ja. Immer Musik am Samstag. Das. Immer tanzen. Rock'n'Roll? Ja, auch. Und alles ohne Mundschutz damals, gell? Ja. Hm. Ja, es war schon Wahnsinn, gell? Ja. Ich weiß ja nicht mehr, vorher bin ich da halb im Koma gelegen. Was war der schlimmste Moment für euch? Der schlimmste Moment war wirklich, als der Arzt von der Intensivstation angerufen hatte und er gesagt hat, Sie müssen jetzt beten, weil wir wissen nicht, ob sie noch mal aufwacht. Ja. Und ich habe geweint. Ich habe jeden Tag, als du im Krankenhaus warst, eine Kerze angemacht und habe gebetet, dass du das überlebst. Eine Sekunde. Hab ich dich so lieb. Die Haare sind mir alle ausgegangen. Ich habe Haare in der Bürste gehabt, im Waschbecken. Die sind ein bisschen weiß, sind die raus. Also es ist furchtbar. Ich kann das nur so beschreiben, es ist wurscht, ob du 8 oder 80 bist. Wenn einer Frau die Haare ausgehen, dass sie fast nur mehr die Wurzeln hat, es ist einfach schlimm. Die Perücke haben wir dann verschreiben lassen. Also, ich habe mir halt Tina Turner ausgesucht, weil man denkt, oh Gott, die ist jetzt auch schon in dem Alter, kannst du das ruhig tragen, gell? Hm? Ja. Nachdem ich mich einigermaßen erholt habe, bin ich mal in die Kirche gegangen und dann habe ich gesagt, Dankeschön, Herrgott, Dankeschön, dass du mich nochmal hochgekommen hast und dass du mir nochmal hilfst. Ich mache auch keine Fehler mehr. Gut, das war ein bisschen gelungen, aber ich mache keine Fehler mehr. Ich versuch's, ich probier's. Ich habe schon das Gefühl, dass da jemand drüben ist, der mich auffängt.
Also ich gehe da nicht irgendwo in ein schwarzes Loch rein, ganz bestimmt nicht. Die einen sagen helles Licht, die anderen sagen ja, Angehörigen. Am liebsten weiß ich mir natürlich, wenn ich einen Elvis treffe, dort gehe. Leben geht vorwärts. Und so habe ich eigentlich immer gelebt und so lebe ich auch jetzt noch. Weil ich sage, ich habe gar keine Zeit zum Sterben. Ich habe nur so viel vor.